Sonne bestellt, Regen bekommen. Ich hoffe, es hält. Tja, was stellen wir heute vor? Wie schon so oft, aber immer wieder gerne. Das Schweizer Open White. Also das Gravelrad, Modell White. Das komfortable Gravelrad aus dem Hause Open. Wieder in einem Spezialaufbau. Haben wir jetzt die letzten Tage und haben das unsere Mechaniker fertig gemacht. Ein, wie gesagt, Open White Rahmen in der Größe M. Ready to paint. Wir haben das schön lackiert in einer grünen Farbe mit einer silbernen Schrift. Und wie ihr seht, aus diesem Grund auch die silbernen Komponenten. Und da will ich mal speziell drauf eingehen, weil da haben wir wieder erlesene Sachen. Wir fangen an mit dem Laufradsatz. Aus dem Hause Beast, made in Germany, Dresden. Die GR40 Carbonfelgen und diesmal mit 180er DT Swiss Namen. Was haben wir weiter verbaut? Die René Hirse Reifen mit Stollen. 38er Breite, rollt sensationell aufgrund der Stollenanordnung. Wir gehen weiter, Sattelstütze, auch Beast, Carbon, wie immer bei Beast, ohne Gewichtsbeschränkung. Hier eine gerade Sattelstütze, die gibt es natürlich auch mit Offset, auch in verschiedenen Stärken, verschiedenen Längen, wie so oft bei den Komponenten aus dem Hause Beast. Wir haben den Gravel Bar in einer 40er Breite. Ich habe diesmal 40 gewählt, weil ich es sehr angenehm finde, so zu fahren mit einer 40er Breite. Und wir haben ja eh den Komfort durch die schönen ergonomischen Auflage bei den Carbonlenker und den ausgestellten, ich sag mal, Gravel Bar, wo der Flair einfach nach außen geht. Standardgemäß dazu den Beast Vorbau aus Carbon, alles in UD Schwarz. Ja, was haben wir weiter verbaut? Ein sehr komfortables, dickes Lenkerband von Silka. Und wo wir schon bei Silka sind, wir haben auch die Silka Flaschenhalter verbaut. Aus Titan, aus einem Stück. Die Titan-Schrauben aus dem Hause Silka. Also wir dachten uns, wenn schon edel, dann richtig. Und ansonsten Gruppe SRAM Red Axis, Mullet, XX1 Eagle. Also alle Gruppen quasi vereint. Die Road-Hebel vorne von SRAM Red. Hinten das Mountainbike-Schaltwerk für 1x12. Aber ein paar kleine Änderungen. Das war es auch schon aus dem Hause SRAM, abgesehen von der Kette. Wir waren beim Italiener einkaufen, Ingrid. Da haben wir gewählt die Ingrid Korbel. Mega gefräste Road Edition. Gibt ja immer Gravel oder MTB. Kann ich mir das dort aussuchen, genauso wie die Korbellängen. Mit einem 42er Kettenblatt vorne. Ein besonderes Highlight ist die verbaute Kassette, auch aus dem italienischen Hause Ingrid, mit 1048. Also eine sehr feine Übersetzung für 12-fach Gravel MTB Variante. Schön leicht, sieht sehr edel aus in der Farbe Silber, wie die Korbel, also ein bisschen passend dazu. Genau, mit 1048 statt den bekannten 1050 oder 1052 bei 12-fach XX1 oder X01 oder GX1. Ist ja alles untereinander kompatibel. Genau, dann haben wir die Schaltwerkröllchen auch noch getuned. Da haben wir auf den Dänen zurückgegriffen. Keramik Speed. Also für längere Haltbarkeit, ein bisschen Optik und auch für den Leichtlauf haben wir dort Schaltwerkröllchen verbaut mit den bekannten Keramiklagern. Keine Oversize Polywheels, sondern einfach Standard. Genauso im Tretlager haben wir auch die Keramiklager von Keramik Speed verbaut. Sie sind halt lieferbar, wenn man ein Lager sucht. Und aktuell rettet bei den bekannten schlechten Verfügbarkeiten doch das ein oder andere Rad. Ansonsten bin ich ziemlich außer Atem, weil meine Begleitung hier mit dem E-Bike hochballert und wir uns irgendwo im 12-13% Bereich befinden. Als weiteres Highlight haben wir schöne Knock-Off-Ventile verbaut in Silber. Wir fahren das System tubeless, wie eigentlich immer oder nahezu immer beim Gravelrad oder Mountainbike. Gibt es für mich keine Alternative. Hier die schönen silbernen Tubeless-Ventile, der Optik halber von Muckoff, funktionieren auch sehr gut. Ja. Und ansonsten haben wir noch verbaut den neuen Physik-Sattel. Der neue Physik-Sattel, Argo, ich sag mal 3D, wieder 3D-Druck, hatten wir schon mal. Diesmal in einer größeren Komfortvariante. Er hat wieder verschiedene Zonen, wo es etwas weicher ist, wo es etwas härter ist, um den optimalen Sitz zu finden und man hat eine größere Verteilung des Pops. Also ich fühle mich sehr wohl auf dem Sattel, muss ich echt sagen. Bin noch so ein bisschen in der Findungsphase, aber er fühlt sich sehr gut an. Es ist auch so eine Short-Version. Er ist relativ kurz vorne in der Spitze oder Boost, wie gesagt wird. Es gibt es in zwei Breiten, 140 und die hier verbaute 150. Finde ich echt angenehm, gerade hier auf dem Gravelrad, weil ich ja doch recht komfortabel sitze für mich mit einem Spacer von 10 mm. Damit es natürlich den Berg nicht so anstrengend wird, haben wir natürlich auch ein schönes Gewicht,
Wo liegen wir? 7,8 komplett ohne Pedale. Also roundabout bei 8 Kilo kann man sagen. Wenn man sich Reifen drauf macht mit etwas weniger Profil, kann man auch knapp drunter kommen. Das ist schon ein sehr, sehr anständiges Gewicht. Gerade für 12-fach und mit all den schönen, tollen Varianten, die hier verbaut sind. Ansonsten bin ich bisher sehr begeistert nach den ersten Kilometern von dem Rad. Also wer sowas mal Probe fahren möchte, kann sich gerne bei uns einen Termin buchen. Das geht auch online. Es ist ein Highlight. Man sollte es mal probieren, wenn man in die Richtung sich was anschauen möchte. Wir haben alles da. Von daher danke ich fürs Zuhören und ich mache nochmal Attacke hier gegen das E-Bike.